Königsberger Marzipan. Das ist ja anders wie das Lübecker. Das Königsberger ist ja, das nennt man geflammt. Ich möchte Ihnen heute was erzählen über die Geschichte der Konditorei und Familie Gehlhaar aus Königsberg. Die Geschichte begann mit meinem Großvater Kurt Gehlhaar, der in Berlin im Café Kranzler gelernt hat, bevor er dann 1912 in Königsberg seine eigene Konditorei gegründet hat und eröffnet hat. Konditorei und Kaffeehaus mit zwei Standorten in zwei verschiedenen Häusern. Dieses Geschäft und Konditorei in Königsberg entwickelte sich schnell zum Erfolg und baute dieses Geschäft auch großzügig aus mit einem türkischen Mokka-Salon, orientalische Ausstattung, dass es ein klassisches Kaffeehaus wurde und dort als blieb der Treffpunkt der Intellektuellen und Künstler in Königsberg zum Treffpunkt wurde. Mein Großvater Kurt, der in den 30er Jahren bis zu 200 Mitarbeiter in einer Konditorei beschäftigte, baute den Geschäftsbetrieb noch weiter aus mit einem weiteren Geschäft in der Kantstraße. In dieser Zeit, in den 20er und 30er Jahren, speziell ab 1933, gab es turbulente Zeiten in der Konditorei Gehlhaar in Königsberg, nachdem die Nazis das Geschäft schließen wollten, weil dort Juden verkehrten und Intellektuelle, und das wollte man unterbinden. Und die Nazis drohten meiner Großmutter mit der Zwangsschließung der Konditorei und empfahlen ihr, das auch anzunehmen. Meine Großmutter Clara Gehlhaar war sehr resolut und trat denen entgegen und sagte, sie würde sich das hier nicht verbieten lassen, wer hier in dem Café verkehrt. Mein Vater, geboren 1922, erlernte das Konditorenhandwerk im elterlichen Betrieb in Königsberg und führte es dort auch aus, bis er 1939 in den Krieg zog und eingezogen wurde zur Wehrmacht. Meine Schwiegereltern sind vom Russen erschossen worden. Die sind nicht rausgegangen, der Vater wollte nicht rausgehen, hat gesagt, die Russen werden auch essen und so. Meine Großmutter, die verfolgt wurde in einer Gruppe von Frauen dort, weil sie eben Königsberg nicht verlassen wollten, wurde erschossen. Mein Großvater, Kurt Gehlhaar, wurde einige Tage später am Grab seiner Frau tot aufgefunden. Ich komme aus Ostpreußen, aus der Stadt Stilitz, ganz im Norden von Ostpreußen. In Ostpreußen war ja eine Hälfte russisch und eine Hälfte polnisch. Und ich komme vom russischen Teil ganz oben an der Memel, sagt man, die Stadt der schönen Mädchen. Da waren aber auch, im Baltikum habe ich die schönsten Mädchen gesehen, die es überhaupt gibt. Als mein Vater dann 1949 nach Wiesbaden kam, arbeitete er bei der Konditorei Maldaner, bei der Josephine Joik in Wiesbaden und fand dort auch eine Anstellung zur Marzipanherstellung und konnte dann sein geliebtes Handwerk des Konditoren auch wieder ausführen. Nach einigen Jahren bei Café Maldaner machte er sich 1957 in der Nähe der Ringkirche in der Klarenthaler Straße, in der auch heute noch das Geschäft beherbergt ist, selbstständig mit meiner Mutter Hertha und startete dort seine Selbstständigkeit mit meiner Mutter Hertha Gehlhaar. Wir hatten keinen Kontakt zu den Wiesbadener Jugend. Aber das kann ich bin da nicht böse drum, denn ich meine, wir sind nicht hier zur Schule gegangen und die sind zur Schule gegangen und wir sprachen auch etwas anders. Und da hat keiner mit uns, da hat aber ein Oberstudienrat, auch aus meiner Heimat, der hat das erkannt, dass wir doch sehr alleine, und das ist ja viel gefährlich, wenn junge Mädchen und so alleine so sind, nicht? Und da hat er die Jugendgruppe gegründet und da haben wir uns alle kennengelernt, auch
unsere Männer. Mein Vater baute diese ehemalige Bäckerei zu einem Konditorenbetrieb mit Kaffee, ca. 20 Sitzplätze aus. Und die Meisterprüfung, die musste man ja haben, um sich selbstständig zu machen. Und dann haben wir einen Kredit bekommen aufgrund des Lastenausgleiches. Und da haben wir das Geschäft angefangen. Und es war für uns nicht so schwer. Der Name war unser Kapital. Und da haben wir dann eine Annonce reingesetzt in der Zeitung, im Ostpreußenblatt, hauptsächlich im Ostpreußenblatt. Und das war ein Jubel, die Leute kamen, also, um alles erzählen, es war umarmt, die Leute haben geweint vor Freude und alles. Es war ein richtiger Treffpunkt. Dort suchte er zunächst über das sogenannte Ostpreußenblatt, das war eine Zeitschrift, die weltweit vertrieben wurde an Ostpreußen, eine Werbeaktion und die Bekanntgabe der Selbstständigkeit. Die Fabrikation wurde immer mehr und es wurden auch verschiedene Verpackungsmaterialien und Techniken verwendet, die das Marzipan haltbar und frisch weltweit zugestellt wurde und dort auch die Qualität genossen werden konnte. Weihnachten und so, ohne Königsberger Gela-Marzipan war da nichts. Die Rohmasse ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, die hat eine ganz bestimmte Zusammensetzung. Die ist für unsere Zwecke allerdings zu weich. Und damit das ein bisschen fester wird, muss eine bestimmte Menge Puderzucker dazu. Für Königsberger Marzipan ist auch da die Obergrenze vorgeschrieben. Das ist ein sehr zuckerarmes Marzipan im Verhältnis zu anderen. Wir geben zur Geschmacksverbesserung noch Rosenwasser dazu. Also im Produkt würde natürlich Rosenöl stehen, aber das Rosenöl ist so wahnsinnig intensiv, dass man es natürlich nicht als reines Öl zugibt, sondern zu einem sehr starken Rosenwasser konzentrierter Form beigibt, damit es sich besser verteilt. Ja, wenn wir diese angewirkte Masse haben, dann muss es bloß noch auf eine bestimmte Stärke ausgerollt werden, um danach ein bisschen zu trocknen auf der Oberfläche, sonst würde die Stanze drin festkleben. Und dann kann man losstanzen, zum Beispiel diese Formen hier. Ja, dann stanzen wir diese Teilchen aus. Wir haben da verschiedene. Das ist jetzt das gefüllte Teekonfekt. Wir haben auch noch andere Formen mit anderer Füllung. Das ungefüllte haben wir auch. Zum Flammen benutzen wir, ja, man könnte fast salopp sagen, eine Art Grill. Beim Flammen passiert Folgendes. Der im Marzipan enthaltene Zucker, der karamellisiert unter der Einwirkung der Hitze halt nur auf der Oberfläche. Dadurch bildet sich diese braune Schichtung, die auch auf den Geschmack eine ganz positive Eigenschaft hat. Wir haben auch noch andere Formen mit anderer Füllung. Das Ungefüllte haben wir auch. Da werden Würfel einer bestimmten Größe hergestellt und dann in traditionelle Formen gebracht. Der Herr Gehler hat sich jetzt für diese Formen entschieden. Es gibt auch noch andere. Ich nehme an, der Hauptgrund war, weil sich das einfach so ökonomisch in eine Schachtel packen lässt. So, und wenn das Ganze aus dem Flammenofen rauskommt, haben wir in der Zwischenzeit die Konfitüre erwärmt und die wird dann kochend heiß eingefüllt. Oder in anderen Fällen dann später auch noch Fondant. Wir haben auch welche, die Schokolade gefüllt sind. Aber da musst du dich also die Konfitüre abkühlen für. Da sind wir eigentlich auch schon fertig. Die Stanzen, die kriegt man einfach von Herrn Gehler vererbt. Ich wüsste überhaupt gar nicht, wo man die heutzutage noch herkriegen soll. Denn es gibt so wenige Läden, die das noch in dieser Arbeit machen, wie wir es machen. Ich weiß nur, dass vor einigen Jahren so eine Stanze noch um die 700 Euro gekostet hätte. Man muss mit den Dingern einfach sorgsam umgehen. Diese Messingstanzen verrosten logischerweise nicht, aber sie sind viel weicher als Eisenstanzen. Ja? Wenn die also runterfallen, verformen die sich ein bisschen und das ist dann sehr schlecht, um damit weiterzuarbeiten. Man muss mit denen einfach sorgsam umgehen. Ich bin in der Backstube groß geworden als Kind, zwischen den Backofen und den Blechen groß geworden, gespielt, auch mitgeholfen in Jugendjahren von der Herstellung von Kuchen über das Anheizen des Ofens, über die Marzipanherstellung, über das Verpacken. Bin dort mitten im Geschehen immer groß geworden. Mein Vater musste dann 1985 sein Handwerk leider aufgeben. Er litt unter einer Mehlstauballergie. Die Frage, die sich natürlich dann stellt, ist, warum das die Kinder, sprich ich, nicht weitergemacht haben. Da gibt es im Wesentlichen einen Grund. Das muss man wissen, dass das Konditorenhandwerk eine sehr künstlerische
Begabung mitbringen muss. Das fängt an mit in Schokolade schreiben, mit Schokolade schreiben. Das war mir leider nicht gegeben. Ich war an für sich eher der mechanische Typ. Das heißt, ich bin in einer Auto-Ära groß geworden und der Leidenschaft der Autos und Motoren verfallen, sodass ich den Beruf des Kraftfahrzeugmechanikermeisters erlernt habe. Und meine Schwester, die einen ganz anderen Weg ging, in der Reisebranche tätig war, für die kam die Nachfolge dann auch nicht in Frage.